Es ist Erntezeit auf den Weizenfeldern in der Börde, aber hier auf dem Schlag am Rothenseer Weg ist ein wenig Weizen stehen geblieben, damit Werner Behrens mit seiner über 70 Jahre alten Technik beweisen kann, dass alles fast so gut funktioniert wie Mitte der 30er Jahre. Der blaue Traktor blubbert vor sich hin und frisst sich Stück für Stück durch das erntereife Korn. Ein Landbulldog und ein Mähbinder. Mähbinder von der Größe 5 Fuß, also sagen wir mal ca. 1,20 Meter Mähbreite. Der Traktor hat 25 PS. Landsbulldog, Baujahr 1935 und der Binder ebenfalls in den 30er Jahren gebaut. Ein Landsbulldog, den Namen hat der Schlepper durch die Form seines Glühkopfzylinders bekommen, kostete damals etwa 7500 Reichsmark. Es ist nicht ganz einfach, das umzurechnen, aber legt man einen Kaufkraftvergleich zugrunde, wären das heute in etwa 28.000 Euro. Dafür bekommt man aber ein so gut restauriertes Exemplar noch lange nicht. Angebote in entsprechenden Oldtimer-Foren liegen in etwa beim doppelten Preis. Das ist dem blauen Schlepper aber ziemlich egal, nur der Mähbinder tut nicht, was er soll. Wo heute Software-Updates und komplexer Ersatzteilaustausch eine Reparatur bestimmen, hier tut es ein Stück Bindfaden und ein fester Knoten. Und siehe da, jetzt funktioniert es so, wie es soll. Woran liegt es, dass der Landsbulldog nach so langer Zeit immer noch so gut funktioniert? Das ist die Stabilität und die einfache Bauart. Die Menschen waren früher nicht so weit, dass sie große Dinge reparieren konnten, sondern die mussten mit klarkommen und die waren eben einfach in der Handhabung. Und Lanz hatte außerdem auch einen guten Service. Wer den brauchte, hat den auch bekommen. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum der Schlepper seinerzeit so beliebt war. Zeitgenössische Werbung setzt darauf, die Vielseitigkeit des Landsbulldog in Szene zu setzen, denn auch wenn es vergleichsweise stärkere Schlepper gab, der Lanz war in Deutschland und auch weit darüber hinaus der beliebteste Schlepper seiner Zeit. Mittlerweile ist das Stück Acker fast abgeerntet. Ein letztes Mal fährt die Kombination aus Schlepper und Mähbänder die Strecke ab. Die Agrargenossenschaft Magdeburg-Nord unterstützt Werner Behrens bei der Pflege und der Unterhaltung seiner historischen Technik und nutzt sie als Attraktion zu den verschiedensten Anlässen. Zum Schluss werden noch die Garben aufgeladen, denn erstens lässt ein Landwirt nichts umkommen und zweitens braucht man gerade diese Garben, um beim nächsten Mal die historische Dreschmaschine vorführen zu können.